Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen zum Fluch der Leere. Das hier ist kein harmloses Büchlein. Es kann wie ein Damoklesschwert sein. Es kann Sachen in dir aufwühlen, die Leere, Eigenschaften, die bisher verborgen waren in dir, die jetzt plötzlich hochkommen. Es ist ein Reinigungsvorgang. Ich beschreibe das immer mit dem Fasten. Da ist es meistens so, dass man zunächst einmal die ersten paar Tage, manchmal auch eine Woche und so, so sich schlecht fühlt, Kopfweh hat, depressiv. Das liegt daran, meine Lieben, dass beim Fastenvorgang das Gift den Zellen entzogen wird, oder aus den Organen, in den Blutkreislauf kommt, erstmal da drin ist und natürlich dann im Ganzen auch im Kopf ist und so weiter. Diese Gifte rotieren ja da und dann ausgeschieden wird. Das dauert manchmal. Und das heißt also, unser Blut ist in einem agitativen Zustand. Und dann hat man Albträume, man wird depressiv und so weiter. Das ist ein mentaler Fastenvorgang, das Buch des Lichts. Das ist jetzt Band 2. Aber mit Band 1 geht es schon los. Bei vielen unterschiedlich. Am meisten warne ich davor zu sagen, jetzt werde ich mal die ganze Welt loslassen und werde mich, Lanu hat gesagt, ich soll mein Kloster machen, werde mich total zurückziehen. Und werde mich nur mit der Leere befassen. Und esse einmal am Tag was Kleines, trinke nur Wasser. Und werde das jetzt gerade so machen. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Muss aber nicht. Ja? Augenblick, muss man hier mal schauen. Diese Mikrofone auch, ja. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, mein Lieben. Es kann aber gegen dich sich richten. Das heißt also, wenn du alles loslässt und dich mit der Leere befasst, dann kann es sein, das haben mir einige gesagt, dass du negative Gedanken bekommst, dass du depressiv wirst, dass du Gewalt zu Gewalt neigst, was du vorher nie warst. Kann passieren. Diese Nebenwirkung, die kann es geben. Und darum habe ich immer gesagt, meine Lieben, lasst es langsam angehen. Sich mal damit befassen, mal reinlesen, mal, ja. Und dann werden sich vielleicht Menschen dir zugesellen, auch auf dem Internet und so, die sich auch mit der Lehre befassen. Diese Freundschaft soll man pflegen. Ja? Das ist eine gute Freundschaft. Bei anderen gibt es diese Nebenwirkungen nicht. Die sagen, ich bin wunderbar, bin allein, endlich. Aber es gibt Menschen, die in einer gewissen Umgebung sind. Nehmen wir an, eine glückliche Millionärsfamilie. Völlig glücklich. Aber jemand da ist nicht ganz zufrieden, sagt, na, das ist auch nicht. Und in dieser scheinbaren Harmonie sagt er, jetzt werde ich mich mal damit befassen. Und nun kommt noch etwas. Selbst wenn er nicht depressiv wird oder nicht, angenommen, er ist schon innerlich so bereit für die Lehre, ja, dass ihm also diese Probleme nicht ereilen, dann wird doch eins möglicherweise geschehen.
Die Menschen um ihn herum werden die Veränderung sehen. Vielleicht zeigt er ihnen gar nicht, was er da liest. Vielleicht hat er das so in einer seiner stillen Stunde. Du kommst mal mit auf die Party. Nee, ich bin heute mal mit Michi. Ich habe da so ein bisschen mal so ein Ja. Und das sagt er immer öfter. Und er beginnt zu meditieren. Und schließlich kriegen sie raus, was er macht. So, was ist denn das hier? Ach, sagt er, das da beschäftige ich mich gerade damit. Und sie werden misstrauisch. Und je mehr er sich damit beschäftigt und auch dann sich natürlich ein bisschen löst von der ganzen Geschichte, von seinen Hausgenossen und deren Interessen, also so, da sehen die plötzlich, der ist ja auf einer ganz anderen Welle. Jetzt gibt es ein Problem. Und ihr kennt ja bereits die Worte Jesu. Deine Hausgenossen werden deine Feinde sein. Also nehmen wir mal an, es ist nicht jemand, der jetzt den Fluch der Lehre erlebt, weil er zu viel auf einmal will. Da kommen wir auch noch gleich mehr dazu. Sondern es ist jemand, der durch die Lehre sieht, da ist eine Divergenz zwischen mir und denen, die mich umgeben. Was jetzt? Sie werden versuchen, werden die Hausgenossen, ihn davon abzubringen. Weil sie sehen, dass das, was er macht, völlig entgegengesetzt dem ist, was... Und er war ja vorher auch mit ihnen. Er ist auch mit ihnen ins Kino gegangen, dies, da muss ja nichts Schlimmes sein. Einfach weltliche Dinge. Sorgenfrei. Ein Problem. Sorgenfrei. Und trotzdem hat ihm das nicht gefallen. Denen gefällt es noch. Ihm nicht mehr. Jetzt kommt das Problem. Was soll er machen? Soll er sich... Das habe ich jetzt gemacht. Habe ich so gemacht, guck mal. Soll er das wegwerfen? Und sich wieder anpassen, damit damit's keine Probleme gibt, damit er keinen Ärger hat. Damit die Menschen, mit denen er die ganze Zeit zusammen sind, ihn nicht abstoßen, verachten oder nicht mehr lieb haben. Das ist ein Problem. Das ist auch der Fluch der Lehre. Das ist auch der Fluch der Lehre, mein Lieben. Und diesen Kampf kann ich euch nicht abnehmen. Aber wer das zu extrem macht und glaubt, er könnte es alleine schaffen, der sollte vorsichtig sein. Denn die Lehre ist reinigend. Die hält dir genau vor Augen, was eigentlich in dir ist. Wessen du dir nicht bewusst warst, dass du vielleicht verdrängt hast, wo sich noch keine Situationen ergeben hatten, damit du das loslässt, ja. Gefährlich ist, den Leuten zu wecken. Das alles ist das gute Licht. Es zeigt, dass du nicht hierher gehörst. Eine radikalere Botschaft kann es ja wohl nicht geben. Müsstest du dich eigentlich in ein Kloster begeben mit Gleichgesinnten, das ist nicht schlecht. Oder vielleicht übers Internet. Ist immer gut zu kommunizieren mit Gleichgesinnten. Die wissen, dass die Lehre der Guru ist. Ja? Die Lehre. Als wenn man da alleine steht und dann das Ganze, wird man nicht damit fertig. Du wirst mit, also einige von euch, werden mit dem Aufwühlfaktor in das Buch des Lichts, hast, das heißt ja Licht. Schau mal, du bist in einem Raum, wo
an sich alles wunderbar ist. Da haben wir einen dunklen Raum, oh, das ist ganz schön. Plötzlich kommst du mit der Taschenlampe und siehst Millionen von Staubfädelchen, Staubteilchen. Die hast du vorher gar nicht gesehen. Aber jetzt mit dem Licht, jetzt siehst du sie. Und jetzt siehst du mit dem Buch des Lichts die Staubteilchen deiner Emotionen, die du vielleicht noch gar nicht kanntest. Jetzt sind sie da und bauen sich vor dir auf und sagen, da sind wir. Da ist die unterdrückte Gewaltbereitschaft. Da ist der unterdrückte Hass. Da ist der unterdrückte dies und das. Und die kannst du bewältigen. Aber du musst eben Schritt für Schritt vorgehen. Du kannst nicht ganz einfach einmauern. Das ist gefährlich. Das kannst du tun, wenn du eine gewisse Reife oder bereits eine gewisse, einen Loslösungszustand erlangt hast. Ja, dann geht's. Kein Problem. Aber volle Einsamkeit können nur die Großen. Nur ganz Große können allein sein. Und viele, die das versuchen, und mal einen Monat allein sind, 2 Monate, und merken plötzlich, da kommt, entweder es ist in Ordnung und sie haben die Klippe überwunden, oder die Dämonen kommen. Die bauen sich vor dir auf. Und da hilft eigentlich nur, entweder du befasst dich nicht mehr mit der Lehre, oder du kommst mit anderen zusammen, die dich unterstützen. Du hörst immer wieder die Vorträge an. Ja? Über das Buch des Lichts. So kann man sich, kann man dieses Negative mehr und mehr auflösen. Wenn du ganz allein da bist und dich nur mit der Lehre befasst, kann es sich gegen dich richten. Und so ist das. Das ist der Fluch der Lehre. Und ich kann nur denen sagen, die das Buch des Lichts haben und nach dem ersten Lesen es nicht ertragen können, dann lesen nicht weiter. Vergiss es. Vergiss es. Vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht. Über 1,5 Billionen Jahren haben wir uns anhaftend verhalten. Schau dir mal an, was wir getan haben. Eine irrsinnige, kranke, satanische, dumme Welt. Regiert von dummen Menschen. Das ist das Resultat. Zu lange hat sich das Schiff, oder zu lange, in eine Richtung bewegt. Und wenn nun der Kapitän sagen würde, ich will umkehren, und er geht auf Rückwärtsgang, dann geht das Riesenschiff, wenn man alles ein Riesentanker, der geht noch eine Meile voran. Obwohl alles auf rückwärts ist. Das Momentum ist sehr stark. Wenn ein Raucher plötzlich mit dem Rauchen aufhören will, wir brauchen gar nicht hier groß okkult zu werden, sondern immer schön mit beiden Füßen auf dem Boden. Wenn ein Kettenraucher plötzlich aufhören will zu rauchen, was passiert da? Da baut sich der Dämon des Rauchenwollens auf. Sagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Mach weiter. Wenn ein Alkoholiker aufhören will zu trinken, da kommen richtige Dämonen. Und zwar die, die aus der astralen Welt durch ihn getrunken haben. Sagen, halt mal hier, unser Kunde, der wird doch nicht weggehen. Dann kommt der Entzug. Und genau das verursacht ein mehr beim einen weniger. Das hängt von deiner Lebenssucht und Lebenslust und deinem Lebensdurst ab. Verursacht einen Entzug. Und das Erste, was geschehen mag, ist, dass sich deine Umgebung entweder gegen dich richtet oder dass du dich in ihr nicht mehr wohlfühlst. Und dann kommt die Entscheidung. Was mache ich? Natürlich leitet dich das Buch der Lichts, die Lehre ist schon da. Aber wer sich zu sehr reinstürzt, da
Das ist wie jemand, der ein Alkoholiker ist und an einem Tag aufhören will zu trinken. Na, das ist sehr schön. Da wirst du sehen, was passiert. Es gibt Heroinsüchtige, die in der Behandlung sind. Denen gibt, oder also andere Drogensüchtige, ja, denen gibt man kleinste Portionen der Drogen, damit sie sich leichter fällt, sich zu lösen. Also erwarte nicht zu viel vom Buch des Lichts. Du magst nämlich schon einsichtig sein und sagen, jawohl, das stimmt. Jetzt kommt die Umsetzung. Ja, es stimmt, und bin ich in einer angemessenen Umgebung, dass ich sagen kann, ich kann entsprechend leben? Da ist die Frage. Aber zunächst einmal, sage ich mal, ist der die mentale Treppe, die muss da sein. Ich muss erst mal sehen. So. Jetzt entscheide ich mich. Kann ich es versuchen? Kann ich es nicht versuchen? Nicht einfach. Kinder des Lichts, hört mich an. Sie kamen von überall her, den Engel des Lichts zu sehen, und sie warteten bis in die Nacht auf ein Zeichen von ihm. Und dann erschien er in all seinem Glanz. Kinder des Lichts, hört mich an. Kinder der Liebe, der Treue, der Freude, der Freiheit, Kinder der Hoffnung auf eine neue Welt des Friedens und der Liebe. Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Ich komm von einem anderen Stern. Ich bin der Engel des Lichts und ich bring eine Botschaft von Liebe und Frieden zur ganzen Welt. Weil am Ende doch nur die Dies ist meine Botschaft. Liebet einander. Vergebt allen und euch wird vergeben werden. Was auch immer geschehen ist, es hat einen Sinn. Völker der Erde, schließt Frieden miteinander.